Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie erneut gegrüßt einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Ich hatte mich in der letzten Predigt mit zwei interessanten Persönlichkeiten aus dem Alten Testament befasst, und zwar zwei Königen aus dem Hause Juda, die gut anfingen, aber dann doch gewisse Schwierigkeiten hatten. Und ich möchte heute mit dieser Thematik fortfahren und weitere Könige mit Ihnen besprechen, aber auch im Hinblick darauf, was wir davon lernen können und sollten. Interessant ist nur, dass nicht unbedingt allzu viele überhaupt Interesse daran haben, zu lernen und sich zu verbessern und dann bei der positiven Verbesserung bleiben. Und das sind eben jetzt Warnungen hier auch von diesen Königen aus dem Hause Juda, die, wie ich sagte, ganz gut anfingen, aber dann sehr große Fehler begingen und einige total abgefallen sind. Aber zunächst noch ein Wort in eigener Sache. Wenn Sie diese Predigt hören, werde ich bereits schon wieder außerhalb Kaliforniens sein. Wir werden uns bei einer Predigerkonferenz, in einer Kirchenkonferenz in Colorado treffen. Und zwar werde ich vom 17. April bis einschließlich 25. April nicht zu Hause sein, was bedeutet, dass wenn Sie mir in dieser Zeit E-Mails schicken, kann es sein, dass ich die nicht beantworten kann, weil ich vielfach keinerlei Zugang habe zu meinen E-Mails. Dann müssen Sie also warten, bis ich dann wieder zurück bin. Fangen wir heute mit einem interessanten König an, und zwar dem König Joasch. Und zwar wird der in 2. Chronik beschrieben. Aber bevor ich auf den König Joasch eingehe, ein wenig Hintergrundinformation. Und zwar, wenn wir uns 2. Chronik Kapitel 22 anschauen, 2. Chronik 22, angefangen mit Vers 2, lesen wir etwas über seinen Vater. Da heißt es, 22 Jahre alt war Ahasja, als er König wurde und regierte ein Jahr in Jerusalem, also nicht allzu lange. Seine Mutter hieß Atalja, die Tochter Omris. Und er, Vers 3, ging auf den Wegen des Hauses Ahab, denn seine Mutter hielt ihn dazu an, dass er gottlos war. Also diese Mutter, eine sehr böse Frau, die hat ihren Sohn dazu angehalten, gottlos zu sein. Und leider hat der Sohn auf diese Inspiration gehört. Lesen wir weiter in Vers 10. Denn jetzt wird mittlerweile der Atalja, oder vielmehr der Ahasja, der wird umgebracht. Und Vers 10. Und als aber Atalja, die Mutter Ahasjas, sah, dass ihr Sohn tot war, da machte sie sich auf und brachte alle von der königlichen Nachkommenschaft im Hause Juda um. Vers 11. Aber Josheba, die Königstochter, nahm Joasch, darum geht es mir jetzt, Joasch, den Sohn Ahasjas, stahl ihn unter den Kindern des Königs, die getötet wurden, und tat ihn mit seiner Amme in die Bettenkammer. Und so versteckte ihn Josheba, die Tochter des Königs Joram, die Frau des Priesters Jojada, denn sie war Ahasjas Schwester, vor Atalja, sodass er nicht getötet wurde. Er war 6 Jahre lang bei ihnen im Hause Gottes versteckt, solange Atalja Königin war im Lande. Die hatte also jetzt die Herrschaft angenommen über das Haus Juda. Lesen wir weiter in 2. Chronik, Kapitel 23, Vers 1. Aber im 7. Jahr fasste Jojada Mut. Der Priester, der fasste Mut. Er hatte scheinbar vorher noch nicht unbedingt den Mut gehabt. Der fasste jetzt also Mut und schloss mit den Obersten über 100, nämlich, es werden einige aufgeführt, einen Bund. Vers 2. Und die zogen in Juda umher und versammelten die Leviten aus allen Städten Judas und die Obersten der Vaterhäuser in Israel, damit sie nach Jerusalem kämen. Vers 3. Und die ganze Gemeinde schloss im Hause Gottes einen Bund mit dem König, und er sagte zu ihnen, seht, der König oder der Sohn des Königs soll König sein, wie der Herr über die Kinder Davids geredet hat. Weiter in Vers 21, im gleichen Kapitel, 2. Chronik 23, Vers 21. Und alles Volk des Landes war fröhlich, und die Stadt war ruhig. Aber Atalja, also diese böse Königin, die wurde mit dem Schwert erschlagen. Und jetzt kommen wir mehr auf den Joasch zu sprechen. In Kapitel 24, 2. Chronik 24, beginnend in Vers 1. Joasch war 7 Jahre alt, als er König wurde, und regierte 40 Jahre lang in Jerusalem. Und seine Mutter hieß Zibia von Beersheba. Vers 2. Und Joasch tat, was recht war in den Augen des Herrn, solange der Priester Jojada lebte. Aber was geschah danach? Und warum geschah es danach?
Aber zunächst einmal lesen wir über das, was Joasch an Gutem tat. Vers 3. Jojada gab ihm 2 Frauen und erzeugte Söhne und Töchter. Und damals war Polygamie akzeptiert in dem Sinne, dass es toleriert war. Es war niemals im Sinne Gottes, wie vieles, was die Menschen damals taten, nicht im Sinne Gottes war. Zum Beispiel begehrten sie einen König. Gott sagte, die haben damit gesündigt, aber gib ihnen ruhig den König, sagte er damals zu Samuel. Sie begehrten, Krieg zu führen. Das war nicht Gottes Absicht. Ursprünglich wollte Gott die Kriege führen für die Menschen, aber die wollten halt das so tun. Und das Gleiche war mit Polygamie der Fall. Es ist ganz klar vom Neuen Testament her, dass heute Polygamie in keinster Weise für Christen gestattet ist. Lesen wir weiter in Vers 4. Und danach nahm sich Joasch vor, das Haus des Herrn zu erneuern und versammelte die Priester und Leviten und sagte zu ihnen, zieht aus zu allen Städten Judas und sammelt Geld aus ganz Israel, um das Haus eures Gottes jährlich auszubessern und eilt, das zu tun. Aber die Leviten eilten nicht. Für die war das nicht so unbedingt eine Voraussetzung, dass sie das jetzt schnell machen sollten. Die waren scheinbar relativ träge geworden. Das Haus war sowieso in keinster Weise so, wie es sein sollte. Und die wollten nicht so recht. Nicht wahr? Wenn man heute irgendwie Menschen sagt, nun mach das mal schnell, dann muss man sich wirklich fragen, ob sie es wirklich auch schnell machen. Vers 6. Und da rief der König Jojada, den Priester, den Vornehmsten, und sagte zu ihm, warum hast du nicht Acht auf die Leviten? Der hatte die Verantwortung eigentlich, über die Leviten jetzt zu wachen, hat das auch irgendwo vernachlässigt. Warum hast du nicht Acht auf die Leviten, dass sie von Juda und Jerusalem die Steuer einbringen, die Mose, der Knecht des Herrn, eingesetzt hat, die man unter Israel für das Zelt des Zeugnisses sammeln sollte? Vers 7. Denn die gottlose Atalia und ihre Söhne sind in das Haus Gottes eingebrochen, und alles, was zum Hause des Herrn geheiligt war, das haben sie zu den Baalim gebracht, zu diesen Baalen, diesen Sonnengöttern, diesen falschen Götzen. Alles das, was dem Herrn geweiht war, wurde den Götzen geweiht. Und es ist heute so anders, dass wenn wir heute in gewisse Kirchen gehen, da sehen wir alle möglichen Statuen da rumstehen, die in keinster Weise irgendetwas mit der wahren Anbetung Gottes zu tun haben. Und vielfach haben die auch noch das Aussehen von Götzen und Göttern, griechischen Göttern, römischen Göttern, so wie man sich so die römischen Götter vorgestellt hat, wie so Zeus und Jupiter, so wird heute Gott dargestellt in einigen dieser Kirchen. Der sagt, das ist verkehrt. Das sollte man in keinster Weise tun. Vers 8. Und da befahl der König, dass man einen Kasten machte und ihn außen ins Tor am Haus des Herrn setzte und ließ in Juda und Jerusalem ausrufen, dass man dem Herrn die Steuer einbringen sollte, die von Mose, dem Knecht Gottes, in der Wüste auf Israel gelegt worden war. Und da freuten sich alle Obersten und alles Volk und brachten es und warfen es in den Kasten, bis es voll war. Oder bis der Kasten voll war. Die haben das jetzt mit Freuden getan. Die sahen die Notwendigkeit und die Voraussetzungen ein, warum das jetzt getan werden sollte. Lesen wir weiter in Vers 15. Und Jojada, der Priester, wurde alt und des Lebens satt und starb und war 130 Jahre alt, als er starb. Das war schon eine sehr lange Zeit, denn damals, zu dem Zeitpunkt, wurden die Menschen nicht mehr eigentlich so alt. Deswegen wird es hier auch erwähnt. Und dann heißt es weiter in Vers 16, sie begruben in der Stadt Davids bei den Königen, weil er Gutes getan hatte an Israel und an Gott und in seinem Haus. Er hat Gutes getan an Israel, dem Volk. Er hat Gutes getan an Gott. Er hat das befolgt, was Gott ihm gesagt hatte, und seinem Haus. Er hat auch in seinem Haus auf gute Weise gewirkt. Aber jetzt passiert's. Vers 17. Nach dem Tod Jojadas kamen die Obersten in Juda und beugten sich vor dem König. Die gaben ihm da jetzt Rat. Und da hörte der König auf sie. Vielleicht haben die auch geschmeichelt irgendwie. Die beugten sich jetzt vor dem und gaben ihm jetzt Rat. Aber es war falscher Rat. Und der König hörte auf sie. Und sie verließen das Haus des Herrn, des Gottes ihrer Väter, und dienten den Aschera-Bildern und den Götzen. Wie ist das möglich? Hier ist jemand, der lange Jahre hinweg das Richtige getan hat, der das Haus des Herrn ausgebessert hat, der sogar gesagt hat, alles das, was diese schlimme, gottlose Atalia gemacht hat, war falsch, wir müssen das jetzt verbessern. Und jetzt kehrt er genau in das zurück, was eben er zunächst einmal ausgebessert hatte, verweigert hatte zu tun. Kann das Ihnen passieren? Dass sie herauskommen, sagen wir mal, aus der Welt, dass sie genau verstehen, diese Dinge, die dürfen sie nicht mehr tun, ob es jetzt Weihnachten ist, ob es Ostern ist, Halloween, also diese schrecklichen, schlimmen Feste, heidnische Feste, denen man so einen christlichen Mantel übergehängt hat. Und dass sie natürlich auf
die andere Weise hin das Richtige tun müssen, wie den Sabbat halten, die heiligen Festtage Gottes halten, die jährlichen Festtage. Viele, in Anführungszeichen, christliche Organisationen lehnen beides ab. Und einige mögen vielleicht den Sabbat halten, aber nicht jährlichen Festtage, mit absolut blödsinnigen und idiotischen Ideen, warum man das nicht tun muss. Und dann auf einmal kommen da vielleicht Leute zu Ihnen und sagen, ja, das braucht ihr doch alles nicht zu tun. Kehren wir doch zurück zu dem, was wir einmal geglaubt haben. Und dann kehren Sie zurück zu denen. Ist das möglich? Nun, ich sage Ihnen, dass viele, viele diesen Fehler begangen haben. Viele, die ich auch persönlich gekannt habe. Es ist durchaus möglich. Deswegen ist hier die Warnung in der Bibel, dass man auf diese Weise nicht verfährt. Aber er hat es leider so getan. Aber schauen Sie, was die Konsequenz war. Da kam der Zorn Gottes über Juda und Jerusalem um dieser ihrer Schuld willen. Meinen Sie nie, dass wenn Sie sich von Gott abwenden, dass Gott da so tatenlos zusieht und nichts tut. Wenn er Hoffnung für Sie hat, dann wird er sehr stark in Ihrem Leben eingreifen, damit Sie wieder bekennen, erkennen, sich besinnen und verstehen, wie falsch Sie jetzt auf dem Wege ausgeglitten sind. Vers 19. Er sandte aber Propheten zu Ihnen, um Sie zum Herrn zurückzubringen. Heute tut das Gott durch seine Predigerschaft. Und die zeugten gegen Sie. Und wir sagen Ihnen, wenn Sie zuhören, wenn Sie Fehler haben, wenn Sie Sünde begehen, wenn Sie in Sünde leben, dass Sie in Sünde leben. Dass Sie zum Beispiel nicht rauchen sollen. Dass Sie zum Beispiel kein Marihuana nehmen sollen oder andere illegale Drogen. Bewusstseinsveränderte Drogen. Dass Sie nicht in Sünde leben, indem dass Sie zusammenleben mit jemand anderem, ohne verheiratet zu sein. Dass Sie nicht Homosexualität praktizieren und. Das sagen wir Ihnen. Hören Sie zu. Die hörten hier nicht zu. Im Gegenteil. Sie hörten nicht. Vers 20. Und der Geist Gottes erfüllte Zecharja, den Sohn des Priesters Jojada. Dieser Priester Jojada, der dem König Joasch so viel Gutes erwiesen hatte. Hier kommt der Sohn des Priesters. Und er trat oben über das Volk und sagte zu ihnen, so spricht Gott, warum übertretet ihr die Gebote des Herrn und wollt kein Gelingen haben? Sie übertreten die Gebote des Herrn, sie werden kein Gelingen haben. Das ist das, was er hier sagt. Denn ihr habt den Herrn verlassen, so wird er euch auch verlassen. Das ist der Punkt. Wenn Sie einmal Gott erkannt haben, in gewisser Weise zumindest, und Sie sind vielleicht auch für eine gewisse Zeit lang gehorsam und dann wenden Sie sich ab von Gott, verlassen ihn, dann wird Gott auch Sie verlassen. Und dann werden Sie auch kein Gelingen haben, auch wenn das vielleicht so für eine gewisse Zeit den Anschein haben mag. Vers 21. Aber sie schlossen einen Bund gegen ihn und steinigten ihn nach dem Gebot des Königs im Hof am Haus des Herrn. So weit war es mit diesem König jetzt gekommen, dass er sich so gegen Gott und gegen Gottes Dienerschaft, gegen seine Predigerschaft, gegen hier den Priester verstiegen hat, dass er sogar befahl, ihn zu töten, weil er wollte nicht hören, was ihm da gesagt worden war. Und der König Joasch, Vers 22, gedachte nicht an die Barmherzigkeit, die Jojada, sein Vater, an ihm erwiesen hatte, sondern tötete seinen Sohn. Und als er starb, sagte er aber, der Herr wird es sehen und vergelten. Und als das Jahr um war, zog das Heer der Syrer herauf. Und sie kamen nach Juda und Jerusalem und brachten alle Obersten im Volke um, und ihre ganze Beute sandten sie dem König von Damaskus. Denn das Heer der Syrer, Vers 24, kam mit wenigen Männern. Doch gab der Herr ein sehr großes Heer in ihre Hand, weil sie den Herrn, den Gott ihrer Väter, verlassen hatten. Und so vollzogen sie die Strafe an Joasch. Manchmal benutzt Gott auch andere Menschen, unbekehrte Menschen, um sein Strafgericht zu vollstrecken. Schauen Sie, es ist egal, wie groß eine Heeresmacht sein mag. Hier heißt es deutlich, das waren nur wenige. Aber diese wenigen, weil sie in diesem Augenblick jetzt von Gott benutzt wurden, konnten eine gewaltige Heeresmacht ausmerzen. Und wir lesen das immer und immer wieder. Und es wird auch in der Zukunft der Fall sein. Amerikas große Heeresmacht, egal wie groß die sein mag, sie wird besiegt werden. Die Amerikaner und die Engländer werden in die Versklavung geführt werden. Die Bibel sagt das deutlich, weil sie sich gegen Gott gewendet haben. Nun, die anderen, die sie dann besiegen, sind keineswegs gerechter, wie auch die Syrer keineswegs gerechter waren. An die wird sich Gott auch wenden. Aber zunächst einmal wird er
sein Strafgericht vollstrecken, auf seine Weise. Auf seine Weise. Vers 25. Und als sie von ihm wegzogen, da ließen sie ihn, diesen König, in großer Krankheit zurück. War das jetzt zufällig, dass der auf einmal großartig krank wurde? Keineswegs. Keineswegs. Und es schlossen aber seine Knechte einen Bund gegen ihn, um des Blutes der Kinder Jojadas, des Priesters willen, und töteten ihn auf seinem Bett. Und er starb. Und man begrub ihn in der Stadt Davids, aber nicht in den Gräbern der Könige. Vers 26. Die aber den Bund gegen ihn schlossen, die waren, es werden die hier aufgeführt, Vers 27, aber seine Söhne und die Summe, die unter ihm gesammelt wurde und der Bau des Hauses Gottes, siehe, die sind aufgeschrieben in der Geschichte im Buche der Könige, und sein Sohn Amasja wurde König an seiner Stadt. Hier sehen wir einen König, der gut anfing, solange wie der Priester lebte, aber dann total rebellisch wurde, boshaft wurde, ein Mörder wurde, den Sohn des Priesters umbrachte, weil er nicht hören wollte, was ihm gesagt wurde. Und das Volk war auf seiner Seite. Und dann starb er an einer schlimmen Krankheit, aber zunächst einmal wurde er stark in einem Krieg besiegt. Und jetzt kam der Amasja an die Macht. Der Amasja, über den wollen wir auch ein wenig lesen. Denn Kapitel 25, Vers 1. 25 Jahre alt war Amasja, als er König wurde. Und er regierte 29 Jahre lang in Jerusalem. Und seine Mutter hieß Joadan von Jerusalem. Vers 2. Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn, doch nicht von ganzem Herzen. Auch das ist sehr wichtig. Wir tun manchmal, was recht ist, aber wie sieht es mit unserem Herzen aus? Sind wir total von dem Herzen aus dabei? Oder tun wir das nur so aus Routine und naja, das muss man halt so tun. Okay, wir halten den Sabbat, war ja nun gut, wir müssen ihn ja halt halten. Aber sind wir wirklich mit dem Herzen dabei? Wenn nicht, garantiere ich es Ihnen. Wenn sich die Gelegenheit für Sie bieten wird, werden Sie weggehen von der Wahrheit. Wenn Sie zum Beispiel sich nicht überzeugt haben, in Ihrem Herzen, dass es falsch ist, Weihnachten zu halten, dass es falsch ist, Ostern zu halten, dass es falsch ist, zusammen zu leben mit einer Frau, ohne verheiratet zu sein, wenn Sie ein Mann sind. Oder natürlich, ganz schlimm, zwei Männer leben zusammen, ohne natürlich insoweit verheiratet sein, ist sowieso nicht der Fall, weil diese Heiraten, die es angeblich gibt, zwischen Gleichgeschlechtlichen, das ist sowieso ein Witz. Das ist in der Bibel in keinster Weise irgendwie gerechtfertigt. Aber wenn Sie nicht von ganzem Herzen sich zum Beispiel überzeugt haben davon, dass Homosexualität, wenn Sie sie praktizieren, eine Sünde ist, ein Gräuel, dann werden Sie letztendlich wieder in diesen Tritt hinein verfallen, wie ich einige kenne, bei denen das der Fall war. Die waren praktizierende Homosexuelle, haben dann sogar geheiratet und als dann die Frau starb, gingen sie genau dahin zurück, woraus sie gekommen waren. Leute, die angeblich in Gottes Kirche waren. Nein, man muss es von ganzem Herzen tun. Hier, das war das Problem mit Amasja, tat es eben nicht von ganzem Herzen. Vers 3. Und als nun sein Königreich gekräftigt war, tötete er seine Knechte, die seinen Vater, den König, erschlagen hatten. Aber ihre Kinder tötete er nicht, denn so steht es im Gesetz geschrieben, im Buch Moses, wo der Herr gebietet, die Väter sollen nicht für die Kinder sterben, noch die Kinder für die Väter, sondern jeder soll um seiner Sünde willen sterben. Schauen Sie, auch das ist wichtig, auch in Gottes Augen. Gott wird nicht ihren Sohn, ihre Tochter dafür bestrafen, dass sie Böses tun. Nun, wenn die Böses tun, dann ja. Aber jeder wird seiner eigenen Sünde willen gerichtet werden. Und auch ihre Gerechtigkeit können sie nicht auf andere übertragen. Die Tatsache, dass sie gerecht sind, bedeutet nicht, dass ihre Kinder jetzt automatisch deshalb auch gerecht sein werden oder dass Gott sagt, okay, sie sind gerecht, dann wird das auch auf die Gerechtigkeit der Kinder irgendwie Bezug nehmen, in dem Sinne, dass sie automatisch gerecht sind. Natürlich, wenn sie auf ihr Vorbild blicken, dann können sie selbst auch gerecht werden und das ist natürlich der Grund, warum auch sie eine Verantwortung haben. Aber es geschieht nicht automatisch, schauen Sie, der freie Wille besteht nach wie vor. Und so lesen wir hier in Vers 5. Und Amasja versammelte Juda und stellte sie nach den Vaterhäusern, nach den Obersten über 1000, über 100 und der ganze Juda und Benjamin und zählte sie von 20 Jahren an und darüber und fand unter ihnen 300.000 Auserlesene, die ihn Zehr ziehen und Speer und Schild führen konnten. Vers 6. Dazu warb er aus Israel 100.000 starke Soldaten für 100 Zentner Silber an. Es ist nämlich so, damals gab es ja nach wie vor die Trennung zwischen dem Haus Israel und dem Haus Juda, aber einige aus Israel gingen nach Juda, wie wir das auch in der letzten Predigt bereits gesehen hatten. Aber letztendlich war es dann so, dass das Haus Israel in die Gefangenschaft geführt wurde durch die Assyrer, nie zurückkam ins gelobte Land, auch heute dort nicht sind.
Das Haus Juda allerdings wurde später in die Gefangenschaft geführt durch die Babylonier und die kamen zurück und bauten dann den Tempel wieder auf und die Stadt Jerusalem. So lesen wir hier in Vers 7. Es kam aber ein Mann Gottes zu ihm und sagte, König, lass nicht das Heer Israels mit dir kommen, denn der Herr ist nicht mit Israel, mit allen Kindern Ephraim. Er sagte, ihr sollt hier keine Verbindung eingehen. Wenn ihr einen solchen Krieg führt, dann wird er euch nicht gelingen. Sondern ziehe du hin, Vers 8, indem du Kühnheit beweist im Kampf. Sollte Gott dich vor deinen Feinden fallen lassen, denn bei Gott steht die Kraft zu helfen und fallen zu lassen. Nun hier hatte Amasja gehört. Amasja sagte zum Mann Gottes, Vers 9, was soll man denn mit den 100 Zentnern tun, die ich den Soldaten aus Israel gegeben habe? Und der Mann Gottes sagte, der Herr hat noch mehr als das, um es dir zu geben. Mit anderen Worten, kümmere dich nicht darum, was du denen bereits schon gegeben hast, das ist kein Problem, denn Gott kann dir mehr geben noch. Und da sonderte Amasja die Soldaten ab, Vers 10, die aus Ephraim zu ihm gekommen waren, damit sie an ihren Ort zurückgingen. Denen hat das aber gar nicht gepasst. Die wollten nämlich auch mitkämpfen. Und da ergrimmt ihr Zorn sehr gegen Juda. Und sie zogen mit grimmigem Zorn wieder an ihren Ort. Reagieren wir mit grimmigem Zorn, wenn uns etwas gesagt wird und wir wollen das nicht so akzeptieren? Wir haben so unsere Vorstellung, wie wir leben sollten. Jetzt sagt uns jemand, nein, mach das nicht so. Und dann reagieren wir mit grimmigem Zorn? Das ist nicht göttlich. Das ist keinster Weise göttlich. Grimmiger Zorn, der Zorn des Menschen, wird niemals Gerechtigkeit oder gerechtes Handeln bewirken. Vers 11, und Amasja wurde getrost und führte sein Volk hinaus und zog aus ins Salzmeer und schlug 10.000 der Kinder von Seir. Und die Kinder Juda fingen 10.000 von ihnen lebendig und die führten sie auf die Spitze eines Felsens und stürzten sie von der Spitze des Felsens, sodass sie alle zerschellten. Das hört sich natürlich sehr grausam an. War es auch. War es auch. Für uns Christen heute ist es natürlich absolut in keinster Weise die Art und Weise, wie wir uns verhalten sollen. Aber wir müssen auch Folgendes begreifen. Das waren damals natürlich alle Menschen, die in sehr heidnischer und schrecklicher und gottfeindlicher und bösartiger Weise lebten. Ihre eigenen Kinder diesen falschen Götzen im Feuer verbrannten, um die anzubeten und so weiter und so fort. Das waren also sehr degenerierte Menschen. Auch das muss man begreifen. Das war natürlich auch Gottes Wirken. Er wollte natürlich auch insoweit hier mal ein Exempel setzen. Und so lesen wir weiter in Vers 13. Aber die Soldaten, die Amasja wieder hatte ziehen lassen, damit sie nicht mit seinem Volk in den Kampf zogen, die fielen in die Städte Judas ein. Also jetzt hatten die solchen Zorn und dann wurden die sogar kriegerisch und haben die Städte Judas bekämpft. Von Samaria an bis nach Beth-Horon schlugen 3000 und machten viel Beute. Vers 14. Und als Amasja von der Schlacht gegen die Edomiter wiederkam, da brachte er die Götter der Kinder Seir und stellte sich als Götter auf, betete an vor ihnen und räucherte ihn. Wiederum hier ein Mann, der zunächst einmal das Richtige tat, für viele Jahre, aber eben nicht von ganzem Herzen. Jetzt hatte er die Gelegenheit, diese Götzen zu benutzen und sie als seine Götzen zu betrachten. Genau das hat er getan. Wie kam das dazu? Wir wissen nicht unbedingt, was ihn dazu motivierte, warum er diese schreckliche Sünde beging. Aber er tat es. Er tat es. Jemand, der zunächst einmal das Rechte tat, aber nicht von Herzen, von ganzem Herzen. Vers 15. Und da ergrimmte der Zorn des Herrn über Amasja. Und er sandte einen Propheten zu ihm, der sagte zu ihm, warum suchst du die Götter des Volks, die ihr Volk nicht aus deiner Hand erretten konnten? Denk doch mal ein bisschen logisch darüber nach. Diese Götzen, die haben doch gar nichts bewirkt. Warum fängst du an, jetzt sie anzubeten? Und als er mit ihm redete, sagte er zu ihm, hat man dich zum Rat des Königs gemacht? Hör auf, warum willst du geschlagen werden? Also das war seine Reaktion jetzt von dem König. Der wurde auch wieder zornig. Der sagte, wer bist denn du mir, der jetzt was erzählen zu wollen? Und da hörte der Prophet auf und sagte, ich merke wohl, dass Gott beschlossen hat, dich zu verderben, weil du das getan hast und meinem Rat nicht gehorchst. Schauen Sie, wir können auch heute viel Rat geben, aber das ist alles, was wir tun können. Wir können Predigten geben. Ich weiß nicht, wie viele Predigten ich schon bereits gegeben habe. Wir haben Literatur, wir haben Broschüren, wir haben Artikel auf unserer Webseite. Die können Sie alle nachlesen. Die Broschüren können Sie sich kostenlos bestellen. Da wird sehr viel Rat Ihnen gegeben aus der Bibel. Wie viele hören zu? Wie viele wollen zuhören? Wie viele wollen nur debattieren? Viele wollen zu uns kommen, die sagen, ich möchte mal zu euch kommen, damit ich mit euch diskutieren kann über gewisse Dinge. Tut mir furchtbar leid. Wir sind kein Debattierclub. Es wird klar und deutlich gesagt, was wir lehren. Sie sollten sich damit zunächst einmal beschäftigen und dann eine Entscheidung treffen. Ja, wollen Sie denn überhaupt zu einer solchen Gemeinde kommen, die so etwas lehrt?
Wenn Sie schon von vornherein nicht der Auffassung sind, dass das, was wir lehren, richtig ist, warum wollen Sie dann kommen? Hier der König, der wollte nicht zuhören. Vers 17. Und Amasja, der König von Juda, beriet sich und sandte hin zu Joasch, dem Sohn des Joas, des Sohnes Jehus, dem König Israels, und lass ihm sagen, komm, wir wollen uns miteinander messen. So, jetzt wollte der jetzt Krieg beginnen mit dem König von Israel. Aber Joasch, der König Israels, der sandte zu Amasja, dem König Judas, und ließ ihm sagen, nun, der war auch nicht, dieser Joasch, der war keineswegs gerecht, der Dornstrauch im Libanon sandte zur Zeder im Libanon und ließ ihr sagen, gib deine Tochter meinem Sohn zur Frau. Aber das Wild im Libanon lief über den Dornstrauch und zertrat ihn. Du denkst, siehe, ich habe die Edomiter geschlagen, deswegen überhebt sich dein Herz und du suchst Ruhm. Nun bleib daheim. Warum suchst du nach Unglück, indem du fällst und Juda mit dir? Das war jetzt ein guter Rat. Natürlich wird ziemlich sarkastisch ausgedrückt, dieser Vergleich zwischen dem König von Israel und dem König von Juda. Aber der Rat war schon richtig. Beginne keinen Krieg mit mir, du wirst ihn verlieren. Er hätte darauf hören sollen, tat er aber nicht. Vers 20. Aber Amasja gehorchte nicht, denn es geschah von Gott, damit sie dahin gegeben würden, weil sie die Götter der Edomiter gesucht hatten. Schauen Sie, manchmal lässt Gott gewisse Dinge zu, die ins Verderben führen, weil wir nicht hören, weil wir nicht hören wollen, weil wir meinen, wir wüssten es besser. Und da zog Joasch, Vers 21, der König Israels herauf, und sie maßen sich miteinander, er und Amasja, der König von Juda, in Beth Shemesh, das in Juda liegt. Aber Juda wurde von Israel geschlagen, und sie flohen, jeder in sein Zelt. Aber Amasja, der König von Juda, den Sohn des Joasch, ergriff Joasch, der Sohn des Joas, der König über Israel, die hatten ähnliche Namen, deswegen wird es manchmal kompliziert, aber hier ist der König von Israel, der ergreift jetzt den König von Juda, den Amasja, in Beth Shemesh und brachte ihn nach Jerusalem und riss die Mauer von Jerusalem ein, vom Tor Ephraim an bis an das Ecktor, 400 Ellen lang. Und alles Gold, Vers 24, und Silber und alle Gefäße, die im Hause Gottes bei Obed-Edom und in dem Schatz im Hause des Königs vorhanden waren, und die Geiseln nahm er mit sich nach Samaria. Vers 25. Und Amasja, der Sohn des Joasch, der König von Juda, lebte nach dem Tode des Joasch, des Sohnes des Joas, des Königs von Israel, 15 Jahre. Also der König von Israel stirbt. Der König von Juda, Amasja, der lebt noch 15 Jahre weiter. Was aber mehr von Amasja zu sagen ist, vom Anfang bis zum Ende, siehe, das ist geschrieben im Buch der Könige Judas und Israels. Aber schauen Sie, der König Amasja, der lebte jetzt nicht in Freuden und herrlich, sondern schauen wir uns an, was geschieht. Und von der Zeit an, Vers 27, als Amasja von dem Herrn abwich, schlossen sie in Jerusalem einen Bund gegen ihn. Er aber floh nach Lachisch. Und da sandten sie ihm nach bis Lachisch und töteten ihn dort. Er wurde auch hier gewaltsam umgebracht, ermordet. Gott hat das keineswegs verhindert. Warum? Der Amasja hatte sich total von Gott entfernt. Und die Warnung an uns alle ist die, wenn wir uns total von Gott entfernen, nachdem wir zunächst einmal Recht getan haben, auch vielleicht nicht von ganzem Herzen, aber zunächst einmal Recht getan haben, uns dann aber entfernen von Gott, wird uns ein schreckliches Schicksal bevorstehen. Ach, der Link, der macht ja wieder Panik. Ich sage es Ihnen, ich habe es so oft erlebt. Menschen, die sich aus der Wahrheit entfernt haben, auf einmal starben sie auf ziemlich plötzliche Weise. Ich habe das erlebt und gesehen und bin Zeuge dessen. Machen Sie sich nichts vor und machen Sie sich irgendwo nicht den Gedanken, dass das Ihnen ja nicht passieren könnte. Sie sind ja in einer anderen Kategorie irgendwo. Und sie brachten ihn auf Pferden und begruben ihn bei seinen Vätern in der Stadt Judas, Vers 28. Jetzt geht es weiter mit einem weiteren König. Und lesen wir in 2. Chronik 26, Vers 1. Jetzt geht es um den Usia. Auch das eine interessante Situation. Und dann nahm das ganze Volk Juda Usia, der 16 Jahre alt war. Und sie machten ihn zum König an seines Vaters Amasja statt. Also dieser Amasja, der starb. Und der Usia, der wurde jetzt König. Und derselbe Vers 2, der baute Elat und brachte es wieder an Juda, nachdem der König sich zu seinen Vätern gelegt hatte. 16 Jahre alt, Vers 3, war Usia, als er König wurde und regierte 52 Jahre lang in Jerusalem. Und seine Mutter hieß Jeholja von Jerusalem. Vers 4, er tat, was recht war in den Augen des Herrn, wie sein Vater Amasja getan hatte.
solange wie Hamas ja gerecht war. Und der Uzziah lebte auch zunächst einmal gerecht. Aber wie auch Amasja letztlich Schiffbruch erleiden würde, würde auch etwas mit diesem Uzziah geschehen. Vers 5. Er suchte Gott, auch hier wiederum das Problem, solange Sacharja, der Lehrer in den Visionen Gottes, lebte. Also scheinbar, als er dann starb, dann war es wieder anders. Wie viele in Gottes Kirche waren der Wahrheit treu, in Anführungszeichen, solange wie zum Beispiel Herbert W. Armstrong lebte, der ehemalige menschliche Leiter innerhalb der weltweiten Kirche Gottes. Der starb im Jahr 1986. Jemand anderes kam in die Macht. Kurz drauf, ein paar Jahre später, auf einmal wurde alles verändert und so viele, viele, viele Menschen folgten der neuen, falschen Regierungsform, den falschen Leitern in den Abgrund hinein. Total in den Abgrund hinein. In den Abgrund, wenn ich jetzt Abgrund sage, meine ich total weg von der Wahrheit. Hatten die sich überhaupt das niemals bewiesen, was sie glaubten damals noch, als Herr Armstrong lebte? Oder lebten sie in einer Illusion? Und solange wie Herr Armstrong lebte, der so die Menschen mehr oder weniger bei der Stange hielt, da folgten sie ihm auch. Und als er dann starb, auf einmal war alles wieder anders. Folgen Sie heute der Wahrheit nur, weil ich Ihnen die Wahrheit predige? Wenn ja, machen Sie einen großen Fehler. Sie müssen sich die Wahrheit anhand der Bibel selbst beweisen. Nur dann und nur dann haben Sie die Garantie, solange wie Sie dann der Wahrheit folgen aufgrund Ihrer eigenen Gewissensüberzeugung, weil Sie wissen, das ist die Wahrheit Gottes, nur dann haben Sie die Garantie, dass Sie nicht abfallen werden, wenn jemand kommen wird, um Ihnen Falsches zu lehren. Vers 5. Er suchte Gott, solange Sacharja, der Lehrer in den Visionen Gottes, lebte. Und solange er den Herrn suchte, ließ es ihm Gott gelingen. Aha. Also mit anderen Worten, als er dann aufhörte, Gott zu suchen, Gott zu gehorchen, dann ließ es Gott ihm nicht mehr gelingen. Immer und immer wieder lesen wir diese Lektion. Glauben wir das? Oder sind das alles nur so alttestamentliche Geschichten, so Mythen, so Ideen, da, die da von den Hebräern da so erfunden worden waren? Das sind Lektionen für Sie heute. Sie sollten das sehr wörtlich nehmen, für sich anwenden, um zu sehen, was Gott ihnen hier an diesen Stellen sagt. Vers 6, denn er zog aus und kämpfte gegen die Philister, riss die Mauer in Gad, die Mauer in Jabne und die Mauer in Aschdod nieder und baute Städte um Aschdod unter den Philistern. Und Gott, Vers 7, half ihm gegen die Philister, gegen die Araber, die in Ur Baal wohnten und gegen die Meuniter. Und die Ammoniter, Vers 8, gaben Uzziah Geschenke und er wurde berühmt bis nach Ägypten, denn er wurde immer stärker und stärker. Und Isaiah, Vers 9, Uzziah baute Türme in Jerusalem, am Ecktor, am Taltor und am Winkel und befestigte sie. Vers 10, er baute auch Türme in der Wüste und grub viele Brunnen, denn er hatte viel Vieh, sowohl in den Auen als auf den Ebenen, auch Landwirte und Weingärtner, an den Bergen und am Karmel, denn er hatte Lust zur Landwirtschaft. Vers 11, und Uzziah hatte ein Kriegsheer von Truppen, die in den Kampf zogen, in der Zahl registriert durch Jeiel, den Schreiber, und Masia, den Amtmann, unter der Hand Hananjas aus den Obersten des Königs, und die Zahl der Häupter der Vaterhäuser unter den starken Kriegern war 2600 und unter ihrer Hand die Heeresmacht 307.500, zum Kampf geschickt in Heereskraft, um dem König gegen die Feinde zu helfen. Vers 14. Und Uzziah verschaffte ihnen für das ganze Heer Schilde, Speere, Helme, Panzer, Bogen und Schleudersteine, und machte in Jerusalem kunstvolle Geschütze, die auf den Türmen und Ecken sein sollten, um mit Pfeilen und großen Steinen zu schießen. Und sein Name ging weit hinaus, weil ihm wunderbar geholfen wurde, bis er sehr mächtig war. Nun gut, wie ich sagte, er führte Krieg. Das war damals den Menschen noch nicht so unbedingt klar, dass man nicht Krieg führen sollte. Heute als Christen müssen wir uns natürlich von all diesen Dingen fernhalten. Aber der Punkt ist der, er wurde mächtig. Gott half ihm. Gott hatte ihm nicht alles offenbart, aber insoweit wie er Gott gehorsam war, half Gott ihm. Aber jetzt passiert wieder etwas. In Vers 16. Und als er mächtig geworden war, da überhob sich sein Herz zu seinem Verderben. Schauen Sie, derjenige, der hier quasi sein Vorbild war, ohne dass er es vielleicht wusste, war Satan der Teufel. Luzifer, ein machtvolles Wesen,
perfekt, als er von Gott erschaffen wurde, wie es heißt, vollkommen. Nun, er hatte natürlich keinen Charakter, in dem Sinne, Charakter ist etwas, das sich entwickeln muss. Aber er war als ein geschaffenes Wesen zunächst einmal vollkommen. Aber dann fand man Sünde in ihm, denn bei seiner Charakterbildung kam es dazu, dass er sich gegen Gott wendete. Er hatte zwar erkannt, was richtig war, er hatte vielleicht zunächst einmal den Willen, was richtig war, aber dann geschah etwas. Er überhob sich, weil er meinte, ja, ich bin doch genauso befähigt, wie Gott hier über das Universum zu herrschen, so wollte er auf einmal jetzt Gott von seinem Thron stürzen. Sein Herz überhob sich, er wurde stolz über seine Schönheit, über seine Macht, über alles das, was ihm gegeben worden war. Sind Sie manchmal sehr stolz über das, was Ihnen gegeben worden ist? Und überheben Sie sich über andere? Oder haben Sie die Demut, von der wir lesen, dass wir andere höher betrachten sollen als uns selbst, dass wir auch auf die Interessen anderer blicken sollen, nicht nur auf unsere eigenen? Dass wir, wenn wir Erfolg haben in unserem Leben, dass wir begreifen, dieser Erfolg wird uns von Gott gegeben und wenn wir uns aber überheben, wird uns der Erfolg genommen werden. Überheben kann auch bedeuten, wir tun dann das Falsche. Wir haben jetzt keinerlei Situation mehr, wo wir jemandem folgen müssen. Wir brauchen nicht mehr unbedingt Gott gehorsam zu sein. Das ist genau das Problem hier, was wir bei dem Usia lesen. Vers 16, als er mächtig geworden war, da überhob sich sein Herz zu seinem Verderben. Denn er vergriff sich am Herrn, seinem Gott, und ging in den Tempel des Herrn, um auf dem Räucheraltar zu räuchern. Das war etwas, was er in keinster Weise durfte. Das war den Priestern vorbehalten. Vers 17, aber Asaja, der Priester, ging ihm nach, und 80 Priester des Herrn, mit ihm ansehnliche Leute, und stellten sich dem König Usia entgegen und sagten zu ihm, es gebührt dir, Usia, nicht zu räuchern, dem Herrn, sondern den Priestern, Aarons Kindern, die zu räuchern geheiligt sind. Geh hinaus aus dem Heiligtum, denn du vergreifst dich, und es wird dir keine Ehre bringen vor Gott, dem Herrn. Das war eine richtige Ermahnung, das war genau das, was er hören musste. Wie reagiert er? Vers 19, aber Usia wurde zornig. Er wurde zornig. Ihm wurde etwas gesagt, er wollte das nicht akzeptieren, er reagiert mit Zorn. Ihnen wird etwas gesagt, wo Sie vielleicht Fehler haben. Wie reagieren Sie mit Zorn? Ist Ihre Antwort die, wer bist du denn? Wer sind Sie denn? Sie haben auch Fehler. Schauen Sie, das ist nicht die Reaktion, die wir haben dürfen. Mir hat jemand mal gesagt vor vielen Jahren, ich bin ein geduldiger Mensch, aber wenn man mich provoziert, dann werde ich auch sehr ausgreifend und sehr zornig. Ja, das war keine Entschuldigung. Hat es vielleicht als Entschuldigung angesehen. Das ist keine Entschuldigung, egal was Ihnen geschieht. Denn schauen Sie, was der Zorn bringt hier. Vers 19. Usia wurde zornig, hatte ein Rauchfass in der Hand. Und als er mit den Priestern zürnte, da brach der Aussatz an seiner Stirn aus vor den Priestern im Hause des Herrn, vor dem Räucheraltar. Und da sah er, der oberste Priester und alle Priester wandten sich zu ihm hin und siehe, da war er aussätzig an seiner Stirn. Und sie stießen ihn von dort weg. Und er beeilte sich auch selbst, hinauszugehen, denn seine Plage war vom Herrn. Das war keine zufällige Situation. Gott griff ein, hier in diesem Falle ganz schnell und sehr übernatürlich, um eine Lektion klarzumachen. Und so war Usia, Vers 21, der König aussätzig bis zu seinem Tod. Und wohnte aussätzig in einem besonderen Hause, denn er wurde vom Hause des Herrn verstoßen. Und Jotham, aber sein Sohn, stand im Haus des Königs vor und richtete das Volk im Lande. Und das mehr von Usia zu sagen ist, Vers 22, vom Anfang bis zum Ende, hat der Prophet Jesaja, der Sohn des Amos, beschrieben. Vers 23, und Usia legte sich zu seinen Vätern, und sie begruben ihn bei seinen Vätern im Acker, bei dem Begräbnis der Könige, denn sie sagten, er ist aussätzig. Und dann wurde Jotham, sein Sohn, König an seiner Stadt. Schauen Sie, was für eine schreckliche Entwicklung. Der hatte eigentlich so alles für sich. Er wurde mächtig, er wurde groß. Er hatte die Hilfe von Gott erhalten. Und dann wird er übermütig. Und dann begeht er etwas, was er nicht hätte tun sollen. Nun, wenn er bereut hätte, wenn er gesagt hätte zu den Priestern, okay, ihr habt ja auch recht, ich gehe wieder raus, dann hätte er mit Sicherheit nicht diesen Aussatz erhalten. Aber er wurde zornig, er lehnte sofort und total die Bemerkungen der Priester ab und dann hat Gott ihn bestraft. Ich möchte jetzt einige, nämlich zwei Könige, überspringen, weil es mir heute darum geht, Ihnen zu zeigen, dass wenn jemand, der gut anfing, aber nicht unbedingt gut enden muss, und den letzten, den ich hier mit Ihnen besprechen möchte heute, ist Hiskia. Der kommt zu zwei Könige später. Ich überspringe hier zunächst einmal
Jotham und dann auch König Ahas. Die waren beide von vornherein böse, sagen wir mal. Aber bei dem Hiskia war das anders. Bei dem Hiskia war das anders. Lesen wir zunächst einmal 2. Chronik, Kapitel 29, angefangen in Vers 1. Hiskia war 25 Jahre alt, als er König wurde. Und er regierte 29 Jahre in Jerusalem. Und seine Mutter hieß Abia, eine Tochter Zecharias. Das ist auch wichtig, dass wir das begreifen. Manchmal wird die Mutter erwähnt, weil der Sohn in keinster Weise göttlich gelebt hat. Und das wird auch ein bisschen auf die Mutter geschoben. Die hat er nämlich nicht in göttlicher Weise erzogen. Und dann werden aber auch Mütter erwähnt, die göttlich waren. Und dann waren die Söhne auch zunächst einmal göttlich, weil die Mütter sie auf göttliche Weise erzogen haben. Das zeigt, wie sie als Mutter, ganz besonders auch als Mutter, eine sehr wichtige Funktion haben bei der Kindererziehung. Nehmen Sie diese Funktion nicht von sich weg oder meinen Sie auch, das ist nicht so wichtig, dass ich hier meine Kinder auf richtige Weise erziehe. Der Vater hat natürlich auch eine sehr wichtige Funktion, aber hier wird interessanterweise immer so auf die Mutter abgestellt, weil zunächst einmal die Mutter eine sehr wichtige Einflussnahme hat auf die Kinder. Denn es heißt hier in Vers 2, und er tat, was recht war in den Augen des Herrn, wie sein Vater David. Eine sehr interessante Aussage hier. David, derjenige, ein Freund Gottes, ein Knecht Gottes, der allen Willen Gottes tun würde. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Natürlich hat er auch Fehler gehabt, wie wir alle wissen. Er hat sehr schwer gesündigt, aber er hatte Reue. Als er erkannte, wie falsch er gehandelt hat, hat er das bereut und dann nicht wiederholt. Nicht wiederholt. Lesen wir weiter hier über den Hiskia nun. In Vers 3. Und er öffnete die Türen am Hause des Herrn im ersten Monat des ersten Jahres seines Königtums und befestigte sie und brachte die Priester und Leviten hinein, versammelte sie auf der breiten Gasse nach Osten und sagte zu ihnen, Vers 5, hört mir zu, ihr Leviten, heiligt euch nun, sondert euch aus zu dem heiligen Zweck, um den es hier geht. Heiligt euch nun, damit ihr das Haus des Herrn, des Gottes eurer Väter, heiligt. Das sollte jetzt auch zu einem besonderen heiligen Zweck ausgesondert werden. Und den Unflat aus dem Heiligtum hinaustut. Da war jetzt Unflat in dem Heiligtum. Schauen wir uns dies einmal in geistlicher Hinsicht an. Ist zurzeit Unflat in Gottes Kirche. Dieser Unflat muss beseitigt werden, weil das einen Einfluss hat auf die gesamte Gemeinde. Vers 6. Denn unsere Väter haben sich vergriffen und getan, was böse ist in den Augen des Herrn, unseres Gottes, und haben ihn verlassen. Denn sie haben ihr Gesicht von der Wohnung des Herrn abgewandt und ihr den Rücken gekehrt. Heute könnte man sagen, sie haben sich von der Kirche Gottes abgewandt und ihr den Rücken gekehrt und haben dann Böses getan in den Augen des Herrn. Vers 7. Und sie haben die Türen in der Halle zugeschlossen, die Lampen ausgelöscht und dem Gott Israels kein Räucherwerk geräuchert und kein Brandopfer gebracht im Heiligtum. Heute könnte man sagen, sie haben aufgehört zu beten. Denn heute unsere Gebete werden mit Räucherwerk verglichen. Vers 8. Daher ist der Zorn des Herrn über Juda und Jerusalem gekommen. Und er hat sie dahingegeben in Zerstreuung und Verwüstung, sodass man sie auszischt, wie ihr mit euren Augen seht. Denn siehe, Vers 9, deswegen sind unsere Väter durchs Schwert gefallen und unsere Söhne, Töchter und Frauen sind weggeführt. Sehen wir wiederum den Zusammenhang. Sie wenden sich ab von Gott. Es wird ihnen nicht gelingen. Und es wird schwere Zeiten auf sie zukommen. Vers 10. Nun aber habe ich im Sinn, einen Bund zu schließen, einen Vertrag mit dem Herrn, dem Gott Israels, damit sein Zorn und Grimm sich von uns abwendet. Nun, meine Söhne, Vers 11, seid nicht lässig, wie das auch die Leviten früher schon gewesen waren, denn euch hat der Herr erwählt, vor ihm zu stehen und seine Diener und Räucherer zu sein. Eine sehr schöne Einführung, könnte man sagen. Schauen wir uns jetzt Kapitel 30 an, angefangen in Vers 1. 2. Chronik, Kapitel 30, Vers 1. Und Hiskia sandte hin zum ganzen Israel und Juda und schrieb Briefe an Ephraim und Manasse, dass sie kämen zum Hause des Herrn nach Jerusalem, um dem Herrn, dem Gott Israels, das Passa zu halten. Denn in Israel wurde es nicht mehr gehalten. Wie ich schon gesagt habe in der letzten Predigt, es gab keinen einzigen gerechten König im Hause Israel nach der Reichsteilung. Es gab, wie gesagt, einige gerechte Könige in Juda, die hatten auch Fehler, wie wir ja bereits gesehen haben und jetzt auch gleich noch sehen werden. Aber er sagt, wir wollen jetzt das Passa halten. Kommt her zu uns,
die wir das Passa halten, weil ihr in Jerusalem oder vielmehr in Samaria, in Israel, es nicht halten könnt. Und der König, Vers 2, hielt einen Rat mit seinen Obersten und der ganzen Gemeinde in Jerusalem, das Passa zu halten im zweiten Monat. Nun, es heißt hier in Vers 3, sie konnten es nicht zu dieser Zeit halten, wenn es gehalten werden sollte, im ersten Monat, weil nicht genug Priester geheiligt waren und das Volk noch nicht nach Jerusalem zusammengekommen war. So, das ist eine interessante Stelle. Sie bezieht sich auf das sogenannte zweite Passa. Ich möchte das kurz einmal aufschlagen hier in 4. Mose Kapitel 9. Denn in 4. Mose Kapitel 9 wird von dem zweiten Passa gesprochen. Und es hatte teils ritualistische Bedeutung, teils aber ist es für uns heute auch nach wie vor noch gültig. In 4. Mose Kapitel 9, da lesen wir, angefangen in Vers 10. 4. Mose 9, Vers 10, sage den Kindern Israel, wenn jemand unter euch oder euren Nachkommen an einem Toten unrein geworden oder auf einer weiten Reise ist, so soll er dennoch dem Herrn Passa halten. Im zweiten Monat, am 14. Tag gegen Abend, sollen sie es halten. Also im zweiten Monat, das erste Passa, das normale Passa, wurde im ersten Monat gehalten. Aber einige, die konnten es jetzt nicht. In heutiger Terminologie, sagen wir mal, jemand ist tatsächlich auf einer Reise, wo es nicht die Möglichkeit besteht, jetzt das Passa zu halten. Oder aber, er ist krank im Krankenhaus, kann sich kaum bewegen, was immer der Fall sein mag, kann man dann das zweite Passa halten, einen Monat später. Natürlich sollten es nur diejenigen halten, die auf richtige Weise getauft sind, die den Heiligen Geist in sich haben. Sonst würde man es in unwürdiger Weise halten, wie auch das erste Passa. Aber wie gesagt, das ist eine Möglichkeit. Viele haben vielleicht davon noch nichts gehört. Aber es ist tatsächlich der Fall, dass man als ein getaufter Christ, der den Heiligen Geist in sich hat und aus welchen Gründen auch immer das erste Passa nicht halten konnte, dann noch das zweite Passa halten konnte oder kann. Man sollte aber auf jeden Fall mit der Predigerschaft zunächst einmal dies beraten, dass man das nicht von sich aus tut und sagt, ach, ich will das erste Passa jetzt nicht mehr halten, ich halte dann das zweite. Es geht nur für diejenigen, die das erste Passa nicht haben halten können. Und dann die Frage, können sie das zweite halten? Das ist also sehr notwendig, dass man das mit der Predigerschaft berät. Aber hier geht es darum, die waren jetzt in diesem Falle rituell unrein. Andere Gründe lagen auch vor. Und so lesen wir weiter in Vers 4. Und die Sache war recht in den Augen des Königs. Wir gehen zurück zu 2. Chronik natürlich. Hier 2. Chronik 30 und Vers 4. Und die Sache war recht in den Augen des Königs und in den Augen der ganzen Versammlung. Vers 5. Und sie legten fest, dass es durch ganz Israel von Beersheba bis nach Dan ausgerufen würde, dass sie kommen sollten, um dem Herrn, dem Gott Israels, in Jerusalem Passa zu halten. Denn es war lange nicht gehalten worden, wie es geschrieben steht. Die hatten sogar vergessen, das Passa zu halten. Geschweige denn die heiligen Jahresfeste. Die Frage ist, haben sie überhaupt den Sabbat richtig gehalten? Das passiert, wenn man sich abwendet von Gott. Dann vergisst man alles das, was man einmal gelernt hat. Vers 6. Und die Läufer gingen hin mit den Briefen von der Hand des Königs und seinen Obersten durch ganz Israel und Juda nach dem Befehl des Königs und sagten, ihr Kinder Israel, kehrt um zu dem Herrn, dem Gott Abrahams, Isaaks und Israels, so wird er sich zu den Entkommenen wenden, die unter euch noch übrig sind, aus der Hand der Könige von Assyrien. Denn einige waren ja noch übrig geblieben. Die waren nicht in die Sklaverei geführt worden durch die Assyrer. Die sollten sich dann an das Haus Juda angliedern. Und seid nicht, Vers 7, wie eure Väter und Brüder, die sich am Herrn, dem Gott ihrer Väter, versündigten, sodass er sie in die Verwüstung dahingab, wie ihr selber seht. Schauen Sie, der Zusammenhang. Die haben sich an Gott versündigt, sodass er sie in die Verwüstung, in die Versklavung, in die Vernichtung hingab. Ursache und Wirkung. Wiederum. So seid nun nicht halsstarrig, Vers 8, wie eure Väter, sondern gebt eure Hand dem Herrn und kommt zu seinem Heiligtum, das er für immer geheiligt hat, und dient dem Herrn, eurem Gott, so wird sich der Grimm seines Zornes von euch abwenden. Vers 9. Denn wenn ihr zu dem Herrn umkehrt, so werden eure Brüder und Kinder Barmherzigkeit haben, sogar die Kinder. Schauen Sie, wenn sie Gott wohlgefällig leben, dann hat das Einfluss auf ihre Kinder. Die sind nämlich dann auch zunächst einmal in Gottes Augen geheiligt, im Sinne, sie sind ausgesondert zu einem heiligen Zweck. Die haben auch Zugang zu Gott. Wenn sie sich aber abwenden von Gott, dann hört diese Beziehung auf, kann sie aufhören. Wenn sie die Kirche verlassen, wenn sie die Wahrheit verlassen, dann haben sie auch eine schreckliche Entscheidung getroffen für ihre Kinder. Die meisten wissen das nicht, verstehen das nicht. Aber ich habe jetzt Fälle gehört, wo Eltern die Kirche verlassen haben und ihre Kinder, die zunächst einmal in der Kirche waren, die gehen jetzt auch total auf Abwägen. Warum? Naja,
Wen sollte es verwundern? Aber die Umkehrung ist auch richtig. Wenn sie treu Gott dienen, dann wird das auch einen positiven Einfluss haben auf ihre Kinder. Vers 9. Denn wenn ihr zu dem Herrn umkehrt, so werden eure Brüder und Kinder Barmherzigkeit haben vor denen, die sie gefangen halten, sodass sie wieder in dieses Land kommen. Denn der Herr, euer Gott, ist gnädig und barmherzig und wird sein Angesicht nicht von euch abwenden, wenn ihr zu ihm umkehrt. Sind sie dabei abzufallen, kehren sie zu Gott um. Denken sie an die Barmherzigkeit Gottes und er wird ihnen Barmherzigkeit erweisen und auch ihren Lieben Barmherzigkeit erweisen in seiner Weise. Vers 10. Und die Läufer gingen von einer Stadt zur anderen im Lande Ephraim und Manasse und bis nach Sebulon. Aber sie verlachten sie und spotteten über sie. Gehören sie zu denen, die diese Lehren der Bibel verlachen, darüber spotten? Ach, das sind hebräische Mythen. Was kümmert uns das Alte Testament? Wir haben ja die Liebe Gottes empfangen und dadurch die Garantie, dass wir das Heil erlangen werden, egal wie wir leben. Und der Herr Link da und seine komischen Predigten, die sind sowieso alle lächerlich. Aber einige, Vers 11, von Asser, Manasse und Sebulon, demütigten sich. Da gehört Demut dazu. Anzuerkennen, man hat falsch gelebt, man hat falsch gedacht, man hat Falsches gelehrt, man hat Falsches geglaubt, man hat Falsches getan. Da gehört eine Portion Demut dazu. Es ist einfach stolz, das alles abzulehnen und zu sagen, ach, kümmert mich nicht, ich lebe so, wie ich leben will. Wie auch damals dann zur Zeit von Lot, die Schwiegersöhne verlachten, was ihnen gesagt worden war, und sie kamen dann in Sodom um. Nein, sie demütigten sich, heißt es hier, und die kamen nach Jerusalem. Selbst wenn sie abgefallen sind von Gottes Kirche, wenn sie heute diese Predigt hören sollten oder wann immer sie hören sollten, und sie sind abgefallen, demütigen sie sich. Erkennen sie an, wie falsch sie gelebt haben, was Falsches sie getan haben, und kommen sie zurück zu Gottes Kirche. Das ist die Lektion hier, die uns gesagt wird. Einige kamen zurück nach Jerusalem. Schauen wir uns nun 2. Chronik Kapitel 31 an und Vers 21. Und in allem Tun, das er anfing, am Dienst des Hauses Gottes, nach dem Gesetz und Gebot, seinen Gott zu suchen, da handelte er von ganzem Herzen. Und darum hatte er auch gelingen. Schauen Sie, das war der König, der von ganzem Herzen gehandelt hat, der Hiskia. Aber der Amasja, wie wir gelesen haben, der hatte nicht mit ganzem Herzen Gott gedient. Und deswegen ist er dann nachher auch abgefallen. Aber er handelte von ganzem Herzen. Darum hat er auch gelingen, wie es heißt. Heißt das nun, dass da keine Probleme auftauchten bei ihm? Heißt das nun, dass wenn Sie Gott von ganzem Herzen dienen und Sie wollen ihm wirklich von ganzem Herzen dienen, dass Sie da immer problemlos durch den Ozean der Welt hindurch segeln werden, ohne irgendwelche Stürme oder Winde? Dann keineswegs. Und wir sehen hier auch eine sehr interessante Abfolge nun von Ereignissen. Lesen wir dies in 2. Chronik, Kapitel 32, angefangen in Vers 1. 2. Chronik 32, Vers 1. Und nach diesen Geschichten und dieser Treue, da kam Sanherib, der König von Assyrien. Und man kann das auch ein bisschen auf die heutige Zeit anwenden, denn wir wissen, dass in der Zukunft ein vereintes Europa aus 10 Nationen oder Nationengruppen bestehend sich erheben wird, die letzte Auferstehung des ehemaligen Römischen Reiches. Wir haben eine Broschüre über die 10 europäischen Auferstehungen des Römischen Reiches. Die sollten Sie auf alle Fälle lesen, wenn Sie noch nicht gelesen haben. Und es gibt nämlich diesen König von Assyrien, diesen kommenden König von Assyrien. Er wird auch das Tier genannt in der Bibel. Er wird auch der König des Nordens genannt in der Bibel. Aber er wird auch eben der König von Assyrien genannt, der König Jareb. Jare heißt so viel wie Zorn. Und das ist diese Persönlichkeit. Mit anderen Worten, wir wissen von daher, dass das Tier eine Persönlichkeit sein muss, die oder das aus Assyrien kommen wird, dem modernen Assyrien. Also entweder Deutschland oder Österreich.
Und einige machen sich auch hierüber lustig, dass wir lehren, dass heute das moderne Assyrien in Deutschland und Österreich zu finden ist. Aber die können sich so lange lustig machen, wie sie wollen. Das interessiert nicht. Das ist die Wahrheit. Und diese Wahrheit wird sich sehr bald sehr deutlich erweisen. Also nehmen wir auch einmal hier so diese Stellen ein bisschen als prophetisch an. Denn es heißt hier in Kapitel 32, Vers 1. Und nach diesen Geschichten und dieser Treue kam Sanherib, der König von Assyrien, und zog nach Juda, belagerte die festen Städte und gedachte, sie an sich zu reißen. Vers 7. Jetzt ist das die Antwort von dem König Hiskia. Das ist das, was er jetzt dem Volk sagt. Vers 7. Seid getrost und tapfer, fürchtet euch nicht und verzagt nicht vor dem König von Assyrien und der ganzen Menge, die bei ihm ist, denn es ist ein Größerer mit uns als mit ihm. Mit ihm, Vers 8, ist ein fleischlicher Arm, mit uns aber ist der Herr, unser Gott, um uns zu helfen und unseren Kampf zu führen. Und das Volk verließ sich auf die Worte Hiskias, des Königs von Juda. Das war eine sehr, sehr schöne Entgegnung. Nur, in der Zukunft wird das leider nicht der Fall mehr sein. Da wird sich Juda, denn auch da wird es natürlich zu einer Situation kommen, wo der König von Assyrien, das Tier, in Juda einfallen wird, im gelobten Land, wie Sie in Daniel das lesen. Und da wird sich Juda in keinster Weise auf Gott verlassen. Aber lesen wir weiter, jetzt in Vers 17. Das sind jetzt die Knechte des Königs von Assyrien, die wenden sich jetzt an die Juden. Auch schrieb er Briefe. Zunächst einmal Vers 16, dazu redeten seine Knechte noch mehr gegen Gott, den Herrn, und gegen seinen Knecht Hiskia. Und jetzt Vers 17. Auch schrieb er, also der König von Assyrien, Briefe, um dem Herrn, dem Gott Israels, Hohn zu sprechen. Und sagte von ihm, wie die Götter der Nationen in den Ländern ihr Volk nicht aus meiner Hand errettet haben, so wird auch der Gott Hiskia sein Volk nicht aus meiner Hand erretten. Das ist seine Idee. Der moderne König von Assyrien wird genauso denken. Ich bin derjenige, der die Kraft hat, der die Macht hat. Ich kann alle unterwerfen, unterjochen. Es ist meine starke Kraft, die das zu Wege bringt. Aber Gott wird dann auch mit diesem König von Assyrien umgehen und ihm erklären und zeigen, dass er gar keine Macht hat, wenn Gott sie ihm nicht gibt oder zulässt. Vers 18. Und sie riefen mit lauter Stimme auf Jüdisch zum Volk in Jerusalem, das auf der Mauer war, um sie einzuschüchtern und zu erschrecken, damit sie die Stadt gewönnen. Und redeten, Vers 19, gegen den Gott Jerusalems, wie gegen die Götter der Völker, auf Erden, das Werk von Menschenhänden. Vers 20. Aber der König Hiskia und der Prophet Jesaja, der Sohn des Amos, beteten dagegen und schrien zum Himmel. Das war die richtige Reaktion. Sie wurden hier jetzt konfrontiert mit diesen falschen und schrecklichen Anklagen und Aussagen und Blasphemien gegenüber Gott. Was taten sie? Sie beteten zu Gott um Hilfe. Schauen Sie, hat Gebet eine Wirkung? Wir haben eine neue Broschüre veröffentlicht über, wie Sie beten sollten, über das Gebet. Nun, Sie müssen natürlich wissen, wie Sie beten sollen und worum Sie beten sollen und an wen Sie sich wenden sollen im Gebet. Aber glauben Sie wirklich, dass Gebet eine Wirkung hat? Schauen wir uns hier an, was geschieht, nachdem Sie sich an Gott wenden um Hilfe. Vers 21. Und der Herr sandte einen Engel, der alle Mächtigen des Heeres und die Fürsten und Obersten im Lager des Königs von Assyrien vernichtete, sodass er mit Schanden wieder in sein Land zog. Und als er in das Haus seines Gottes ging, erschlugen ihn dort durch Schwert, die von seinem eigenen Leibe gekommen waren. Und so half der Herr dem Hiskia und denen in Jerusalem aus der Hand Sanheribs, des Königs von Assyrien und aller anderen, und gab ihnen Ruhe umher, sodass viele dem Herrn Geschenke nach Jerusalem brachten und Juwelen für Hiskia, den König von Juda. Und er war danach von allen Nationen erhoben. Eine sehr, sehr schöne Entwicklung, die zeigt, wie gewaltig und wie herrlich und wie wirkungsvoll Gebete sind, wenn sie ernstlich sind. Und Jakobus spricht ja auch davon, dass das Gebet eines Gerechten, das ernstlich ist, viel vermag. Es wäre schön, wenn wir jetzt sagen könnten, okay, das war jetzt das Ende der Geschichte und alles hat sich sehr gut jetzt für Hiskia entwickelt. Aber es würde ja nicht passen, denn ich will ja heute von Königen sprechen, die auch ihre Fehler hatten. Und hier sehen wir leider eine Entwicklung bei Hiskia, die, ich möchte einmal sagen, nicht hätte erfolgen müssen.
Aber lesen wir dies jetzt in Vers 24. Und zu der Zeit wurde Hiskia todkrank. Und er bat den Herrn, und er redete zu ihm und gab ihm ein Wunderzeichen. Das können Sie in anderen Stellen nachlesen, in Jesaja 38 und so weiter. Also er hat sich jetzt zunächst einmal an Gott gewandt. Wiederum, er hat zu Gott gebeten und Gott hat ihn erhört und er war todkrank. Und Gott hat ihm 10 Jahre seines Lebens hinzugegeben, weil er sich demütigte und weil er zu Gott um Hilfe bat. Das können Sie auch tun, wenn Sie krank sind. Sie können sich an Gott wenden, um Hilfe bitten und um seine Barmherzigkeit beten, um sein Eingreifen. Aber die Frage ist dann, was geschieht? Jetzt hat er so viele Situationen erlebt, der Hiskia, wo Gott eingegriffen hat. Und er hat ja auch sehr Gutes getan. Vers 25. Aber Hiskia vergalt nicht, wie ihm gegeben war. Denn sein Herz überhob sich. Wiederum. Das Gleiche, was wir vorher schon ein paar Mal gelesen haben. Sein Herz überhob sich. Der hatte jetzt so viel Gunst erwiesen bekommen, aber jetzt überhebt er sich. Tut Dinge, die er nicht hätte tun sollen oder dürfen. Und darum kam der Zorn über ihn und über Juda und Jerusalem. Nun, zum Glück hat dann der Hiskia das Richtige getan, Vers 26. Aber Hiskia demütigte sich darunter. Der hat nicht so reagiert wie die anderen Könige, jetzt mit Zorn, hat sich gegen die gewandt, die ihn zurechtwiesen. Nein, er demütigte sich. Das war jetzt die richtige Reaktion. Er demütigte sich darüber, dass sein Herz sich überhoben hatte. Mit den Bewohnern Jerusalems. Die hatten auch das schon mal mitgemacht, was immer das war. Und darum kam der Zorn des Herrn nicht über sie, solange Hiskia lebte. Also hier sehen wir doch eine Änderung, eine richtige Reaktion. Aber zunächst einmal muss es dazu kommen, dass Gottes Zorn sich über sie ausgegossen hat, weil sie sich zunächst einmal überhoben. Aber die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Vers 27. Und Hiskia hatte sehr großen Reichtum und große Ehre und sammelte sich Schätze von Silber, Gold, Edelsteinen, Gewürzen, Schilden, allerlei kostbaren Geräten und hatte Vorratshäuser für den Ertrag an Getreide, Most und Öl und Ställe für allerlei Vieh und Hürden für die Schafe. Und er baute sich Städte, Vers 29, und hatte Vieh an Schafen und Rindern, die Menge, denn Gott gab ihm sehr großes Gut. Vers 30. Er ist der Hiskia, der die obere Wasserquelle in Gihon zudeckte und sie westwärts von der Stadt Davids hinunterleitete. Hiskia war in allen seinen Werken erfolgreich. Vers 31. Als aber die Botschafter der Fürsten von Babel zu ihm gesandt waren, um nach dem Wunder zu fragen, er wurde nämlich geheilt, das im Lande geschehen war, da verließ ihn Gott, so dass er ihn versuchte oder auf die Probe stellte, damit alles offenbar würde, was in seinem Herzen war. Schauen Sie, das macht Gott manchmal mit uns auch. Uns geht es sehr gut, alles läuft wie geschmiert sozusagen. Und dann vergessen wir ein wenig, dass es Gott ist, der uns alles dies schenkt. Und dass wir Gott gegenüber Dankbarkeit erweisen sollen. Und dass wir Gott gegenüber auch auf richtige Weise weiterleben sollen und nicht auf die falschen Gleise abschlittern. Und dann gewisse Dinge tun, von denen wir wissen, dass wir sie nicht tun sollten. Aber naja, die Triebe, die sind halt da und da muss man denen halt so ein bisschen gehorchen. Und dann prüft uns Gott, stellt uns Gott auf die Probe. Er will, dass wir auf richtige Weise reagieren. Wie ich schon des Öfteren gesagt habe, Satan versucht uns, damit wir sündigen. Gott stellt uns auf die Probe, damit wir nicht sündigen. Aber er gibt uns diese Probe, er gibt uns diese Prüfung, um zu sehen, was im Herzen, in unseren Herzen vor sich geht. Sind wir wirklich von ganzem Herzen mit dabei oder ist das alles nur so ein bisschen Routine? Ja, man muss es halt tun, weil andere tun es halt auch und die beobachten uns ja auch. Und wenn wir falsch handeln, das wäre ja schlecht, aber irgendwo unser Ruf geht dann zunichte. Nein, darum geht es nicht. Es geht darum, was ist in ihren Herzen? Es ist eine Beziehung zwischen ihnen und Gott. Und was sie im Geheimen tun, das wird sowieso offenbar werden, aber zunächst einmal, Gott sieht sie. Es gibt nichts, was Gott nicht sieht an ihnen, bei ihnen, in ihrem Leben. Er kennt sogar ihre Gedanken. Es sollte jetzt offenbar werden, was in dem Herzen von Hiskia war. Und er hat sich zunächst einmal überhoben. Hat sich dann aber gedemütigt und hat dann bereut und Vergebung erlangt. Vers 32. Was aber mehr von Hiskia zu sagen ist und seine Barmherzigkeit. Das wird hier ganz besonders betont, weil er scheinbar sehr viel Barmherzigkeit hatte. Was ihn aber nicht davon abhielt, gelegentlich zu sündigen. Schauen Sie, sich zu überheben. Das ist geschrieben in den Visionen
des Propheten Jesaja, des Sohnes des Amos, im Buch der Könige, Judas und Israels. Und Hiskia legte es seinen Vätern, sie begruben ihn, wo man zu den Gräbern der Kinder Davids hinaufgeht. Und ganz Juda und die Bewohner Jerusalems gaben ihm Ehre in seinem Tode. Und dann wurde sein Sohn Manasse König an seiner Stadt. Und das war dann eine weitere Tragödie. Aber das waren die Könige, die ich heute mit Ihnen besprechen wollte. Und die Warnungen sind für uns da, sollten da sein. Auch wenn wir meinen, wir leben so ganz schön gerecht und irgendwo doch auf richtige Weise, hüten wir uns davor, dass wir nicht uns überheben, dass wir nicht falsche Dinge tun, weil man tut die halt so, man trinkt zu viel, man tut unnütze Dinge, wenn man sich auf gewisse wichtige Ereignisse in seinem Leben vorbereiten sollte, auch in physischer Hinsicht, die vernachlässigt man, weil man eben andere unnütze Dinge tut und so weiter und so fort. Und wenn dann jemand kommt und ihnen sagt, Moment, was machst du? Dass man dann nicht mit Zorn reagiert, sondern mit Demut und akzeptiert, was einem gesagt wird. Wie leicht reagieren wir da falsch. Aber wir haben gesehen, was für schreckliche Konsequenzen das haben kann für Menschen, die auf solche Weise falsch reagieren. Also achten wir darauf, dass wir weiterhin Gott wohlgefällig leben. Achten wir darauf, dass wir auf der engen Bahn weitergehen hin ins Reich Gottes, dass wir nicht zur Rechten oder zur Linken abweichen. Und denken wir auch daran, dass Gott immer mit uns ist und uns hilft, diesen Weg zu gehen. Manchmal uns prüft, um zu sehen, wie gehen wir ihn. Aber weichen wir dann nicht davon ab. Ganz besonders dann, wenn wir solche Prüfungen haben, wenden wir uns an Gott im Gebet, wie wir gesehen haben, bitten wir ihn um Hilfe. Und Gott wird uns helfen. Und das Gebet, wenn es ernstlich ist, wenn es wirksam ist, wenn es vielversprechend ist, wird auch seine notwendigen und nötigen Konsequenzen für uns haben. Natürlich, wenn wir den Glauben nicht haben, dass uns Gebete helfen werden, ja, dann bringt es natürlich nichts. Aber wenden wir uns an Gott und denken wir an diese Beispiele, die ich Ihnen heute vorgetragen habe, und sehen wir, wie das alles in unserem Leben auch eine Wirkung haben kann, im Guten wie im Schlechten. Nehmen wir diese Beispiele an als eine Ermunterung, nicht die Fehler zu begehen, die diese Könige begangen haben, sondern so zu leben, wie sie gelebt haben, wenn es richtig war. Und dann wird Gott mit ihnen sein. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.